Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Final Fantasy. Und in dieser Folge wollen wir mal hier in diese Box reingucken. Oder wollen zumindest mal gucken, was für ein Level uns hier begegnen würde. Stufe 45. Ja, das wird bestimmt nicht nur einer sein, sondern mehrere. Und ich würde sagen, wir gehen das Risiko einfach ein, weil ganz ehrlich, wenn wir verlieren, fliegen wir nur raus. Von dem her ist es nicht so schlimm. Also betreten wir einfach die Finsterkluft. Da kann uns Tama ja einfach mal rausholen. Wie viel Netzwerkverbindung wurde unterbrochen? Aha, was ist denn da nur los? So, viele kleine Knirpse, die bestimmt viel Damage machen werden. Ich werde auf jeden Fall leichten Nebel direkt auf uns spielen, damit wir uns die ganze Zeit heilen. Dann hauen wir mal den Flarestar drauf. Mal gucken, was sie uns da so... Oh, das ist deren Schwachpunkt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal ein Anfang. Aber die vergiften einen und all so ein Scheiß. Das sieht gar nicht gut aus. Wir werden gleich überhaupt nichts mehr machen können. Ja, das war klar, dass wir uns jetzt hier quasi gegenseitig behindern. Was ich jetzt nochmal machen kann, ist, ich kann nochmal... Oder kann ich das überhaupt? Nee, ich kann keine Analyse machen. Somit weiß ich nicht, wie man die Dinger fängt. Aua. Das sind halt sehr viele, ne? Das ist das Nervige an denen. Er ist auch verwirrt und blind und... Ja, jetzt kackt er gleich ab. Nein. Das könnte sogar eigentlich durchaus was werden, aber... Muss ich den hier nochmal machen? Zack. Dann muss ich den Stapel wieder aufbauen. Und jetzt muss ich Glück haben, dass sie ihn nicht gleich wieder killen. Was sie aber tun. Weil ich brauche von ihnen nur noch einmal den Flarestar. Und wenn er den Flarestar raushaut, dann sind wir da richtig gut drauf. Moment. Auflösen. Warte mal, jetzt ist sie schon wieder dran. Ich kann auch nicht heilen mit ihr mehr, weil die ganze Zeit irgendeine Scheiße machen. Immer noch nicht tot. Shit. Fertigkeiten. Geht nicht. Ja, geht auf sie. Geht auf sie, ja. Ja, er lebt noch. Fertigkeiten. Oh, sie kann einfach keinen leichten Nebel mehr einsetzen. Das ist ja scheiße. Wir könnten noch mal die Mega Mirage ausprobieren. Gegenstände. Machen wir mal hier einen Supertrank auf ihn. Nicht, killt ihn nicht. Oh, fuck, Alter. Ich komme einfach nicht dazu, nochmal einen Flarestar rauszuhauen. Das nervt. Jetzt war's das, oder? Warte, Phönixfeder. Ja, geil. Ich hab ihn schon wieder gekillt. Oh Mann, ist egal. Ist egal. Dann machen wir halt auch verteidigen. Oder egal, ich hau jetzt einfach. Ach, kann ich auch nicht mehr. Ha! Lustig. Naja, egal. Ist egal. Das war ja nur ein Test. Ist egal. Wenn wir jetzt hier verlieren, dann sind wir eh draußen. Und alles ist gut. So. Oh, shit.
Und das dachte ich mir sogar, dass wir hierhin rausfliegen. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg nochmal laufen. Scheiße. Nein, das ist kacke. Naja, war trotzdem Versuch wert. So. Und jetzt müssen wir halt einmal wieder dahin. Zum Meerestempel. Komm. Gib Gas. Gib Zunder. Ich denke, in 5 bis 10 Minuten werden wir wieder da sein, wo wir waren. Ich glaube sogar 10 Minuten, Alter. Voll der Scheiß. So viele Gegner, wie hier immer kommen, die ganze Zeit. Vielleicht laufe ich einfach jetzt die ganze Zeit weg vor den Gegnern. Damit das nicht so lange dauert, da wieder hinzukommen. Die bringen eh nicht so mega viel Erfahrung, von dem her. Scheiß drauf. Scheiß auf die. Ich will wieder schnell dahin kommen, wo wir waren. So. Lauf! So, da hinten, wenn wir oben sind, nach rechts. Und dann sind wir doch schon fast wieder da, wo wir hergekommen sind. Ja, komm. Das Risiko konnte man schon mal eingehen. Ganz ehrlich, wenn ein zweiter Flarestar noch rausgekommen wäre, also wenn ich das noch geschafft hätte, dann wären die tot gewesen. Dann hätte ich die alle nur noch einmal treffen müssen und dann wären die down gewesen. Und wenn das erstmal nur noch 2 oder 3 gewesen wären, dann wären die auch nicht mehr schlimm gewesen. Die Masse hat es ausgemacht, ne? Die Masse war schlimm. Dass es 5 Stück waren, die ganze Zeit nur auf uns rumgehackt haben, auf 2 Stapeln. Das hat halt genervt. So, die können wir nochmal machen, weil die gute Erfahrung bringen. So, guck mal her hier. Fertigkeiten. Flarestar. Sauber, haben wir den ersten down. Und jetzt der zweite. Zack. Easy. 26.000. 160 Erfahrungspunkte. Und ich glaube, so viel Geld hatte ich noch nie. Weil noch kurz vor der 30.000 bin ich jetzt schon, ne? An der was die Gil angeht. Und diese Träne, die wir sammeln müssen, ist 1 Million wert. Ne, 100 Millionen, ne? 100 Millionen Gil oder so. Lauf! Bitte keine Gegner! Nein! War klar. Ich hätte schon viel früher damit gerechnet. Oh yeah, die nehmen wir aber mit. Die ballern. Die ballern. Fertigkeiten. Oh, Flarestar. Scheiße, ist gerade verbraucht. Müssen wir mal eben das so regeln. Ja, 800 hat sie eben sogar schon mal abgezogen. Also es wird besser. Wenn sie noch ein bisschen öfter treffen würde, dann wäre es schon gut. Die haut echt oft daneben mit dem Stapel. Bam. Eisengigant auf Stufe 35. Bei dem müssen wir auch demnächst nochmal das Mira-Board machen. Das wäre gut. So, da hinten ist der schreckliche Kasten, ey. Der uns vernichtet hat. Einfach so. Aber egal, wir gehen jetzt hier hoch die Treppe und dann... Dann werden wir dort oben die Box wegräumen. Und ich glaube, dann sind wir auch schon fast am Finale dieser Welt. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. So, hauen wir mal auf den. Quacho. Achso, das sind die Quachos. Oi. Stimmt, ich wollte auch noch welche fangen, ne? Egal. Nicht diese hier. Der Flarestar haut die nämlich jetzt schön alle weg. Zack. Dankbare Erfahrung. Dankbare Erfahrung. 28.560. Und rauf hier. Und da ist ein Speicherpunkt. Oh Mann, Alter. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich erst zum Speicherpunkt gelaufen und hätte dann da unten gegen diese Lappen gekämpft. Hätte ich das nur gewusst. So. Hier werden wir mal eben kurz speichern. Wer weiß, was da gleich passiert. Okay.
Stand wird hochgeladen. Oh, ja, anscheinend scheint die Internetverbindung auch wieder zu stehen, nachdem sie irgendwie angezeigt wurde, dass mein Wi-Fi weg wäre. Oh, da ist ein Quatscho. Ich hab mal ein bisschen gespult. Oh, da ist die Quatscho-Königin. First they go and steal our precious key. Now they have the utter gall to summon a king. What fiends. They must be desperate to take this realm away from me. Die sieht den ja nicht so wirklich ähnlich, den anderen, den Quatschos. Not just a human, but a lady giant. How very unusual. Come now. Lady giant simply must tell me the latest land news. Serene, what's going on? Huh? Is she the queen we're... Was ist denn los? Stay away! I despise Oh mein Gott. Sonst wären wir Freunde geworden mit ihr. Aber jetzt hasst sie uns. Vielleicht hasst sie keinen. Naja. Wir werden mal erstmal als allererstes. Wobei, wir sparen uns den leichten Nebel erstmal auf. Und gehen hier auf. Oh, das scheinen spezielle Quatschos zu sein. Auf jeden Fall kommt jetzt der Flare Star direkt. Zack. Damit sind die beiden schon mal weg. Analysieren wir sie mal. Diese Mirage kann nicht eingefangen werden. Okay, sie wird als Mirage eingestuft. Mega Phönix Erinnerung, Quatscho Königung. Ja. 4000 Leben hat sie. Wenn sie sich immer so krass heilt, dann wird es schwierig. Die down zu kriegen. Wobei, wir sind auf einem guten Weg. Aquaga war heftig. Ja, der hat nicht mehr viel zu bieten. So, zack. Haben wir es. Geschafft. 51.030 Erfahrung. Darf ich bitte noch dreimal gegen die kämpfen? Oder noch ein paar Mal öfter? Das ist nett. Das ist wirklich, wirklich nett. Nicht weinen. Nicht weinen. Da sind die Tränen. Sie heult außerdem die ganze Zeit. Es hieß, sie heult so selten. Oh, da, die brauchen wir. Sammelt sie ein. Die ist 100 Millionen wert. Oh, heult die hart, ey. Ich fühle mich, als ob ich, ich weiß nicht, eine 3-jährige Geburtstagsparty habe. Cheer up. At least now we can go home whenever we want to. But we need to track the down that key. Otherwise, why did we come to here? That's true. But we know where it is. Remember, the queen said that the Tonberry stole the key. Aha! So it is down here in the temple. Somewhere. Seems that way. Ja, so scheint es. Du hast einen Quatschrubin erhalten. Let's track down those Tonberries and hope they still have it. Also sind wir jetzt ein, Millionär. Weil das Ding ist über 1 Million wert. Das kann man sich ja mal gönnen, ey. Eigentlich können wir jetzt Leute anheuern, die für uns die Drecksarbeit machen. So, gibt's hier rechts und links noch irgendwas? Zack. Oh, hier geht's weiter. Guck mal, da müssen wir lang. Da müssen wir lang. Ist hier noch eine Tour oder so? Nö. Ach, nö. Scheiße, hier sind wir hergekommen. Und hier sind wir gekommen. Das war doch nicht richtig. Wir müssen dann hier rechts. Und hier rüber. Oh, nee. Scheiße, ich dachte, da wäre eine Brücke. Nein.
Dann wird das wohl doch nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Müssen wir jetzt erstmal gleich den Palast durchsuchen. Ja, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal wieder eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein.